Willkommen zurück zu Arkham City. Ja, wir befinden uns in Old Gotham, unter der Erde. Ja, die haben hier gedacht, aus irgendeinem Grund, irgendein Unfall ist hier passiert und deswegen haben sie, wie war das, über das alte Gotham das neue Gotham gebaut. Interessant. Ist das nicht ein bisschen ungefähr? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, so von der Statik her und so? Naja, aber erstmal machen wir einen Levelaufstieg. So, was haben wir denn da? Line Launcher Tightrope. Ah, da können wir dann auf das Seil laufen, um den Line Launcher dann da zu benutzen. Ja. Ja, ich denke mal, das nehmen wir doch mal. Findest du nicht? Sicher? Naja, ach, der nächste Stufenaufstieg ist wahrscheinlich auch nicht mehr lange hin. Das geht schnell hier. Vor allem, da ja auch in den Straßen von Arkham City ganz viele Leute herumlaufen, also Gangster, die man immer zusammenprügeln kann. Kommt man eigentlich sehr schnell voran in dem Spiel, was so XP angeht. So. Aber erstmal schnappt man schnell diese Rittertrophäe. Ah ja, ich habe in der letzten Folge ganz vergessen noch ein Street Justice. In der letzten Folge habe ich eigentlich noch so vergessen. Entschuldigung. Rülps. Ich rülpse nicht. Ich bin Batman, Ah, so spreche ich. Rülps habe ich gerülpst. Voll Na der toll. Ekelschwein. Ja. Okay, was ist. Ist dort noch irgendwas versteckt? Moment mal. Ach, da ist ein rotes Schlusssymbol. Also können wir. Ui! Alter! Batman sieht schon ganz schön abgeschlissen aus. Ah, der hat ja auch schon ordentlich was abbekommen. Blut hier. Oh, da ist schon ein bisschen blutig. Ah, das entzündet sich. Obwohl, ach, Batman kommt damit zurecht. Bad-Antivieren. Wobei, eins frage ich mich ja, wie schafft er es eigentlich, das unter einen Hut zu bringen, diese ganze Batman-Geschichte? Weil er ist ja nebenbei noch, was war das, Philanthrop Millionär. und Billardär und so weiter. This panel is protected using Tiger Tiger Encryption Encryption Protocols. Protocols, I can't decrypt it without access to the master control program Strange Sonnenaufgang, uses. schlafen gehen, bis 16 Uhr schlafen und dann wieder aufstehen. Naja, ob das was Bisschen bringt? Party machen und 23 Uhr wieder als Batman rumrennen. Und das dann bis morgen früh. Ja, bis 6 Uhr. Ja, und ja, und ich wette, er hat wahrscheinlich ja, Den was? den Muskelkater aus der Hölle. Ah, er ist Milliardär, der hat bestimmt irgendwelche Substanzen, die ihm da helfen. Ach, naja. Hey, wir reden hier vom Batman, der ist gut. Der macht sowas Batman. nicht. Die Guten bekommen keinen Muskelkater. Ja, und übrigens hat er ja auch, wie sagt man, Übung darin. Richtig. Ja. Außer wenn Bane ihm das Rückgrat bricht. Okay, wie geht das? Wie kann er auf den Line Launcher drauflanden? Ach, das finden wir später raus. Erstmal hier durch die Tür. Kauft euch San Pellegrino. What's up, Doc? What's up, Doc? What? Fiona, willst du? Someone in this room is using a signal jammer. I'll need to neutralize him so that I can scan the room for targets. Hello, Nurse. Ach, na, natürlich. Sie haben eine Krankenschwester entführt, damit sie Joker heilen kann. Natürlich. Harley Quinn, nicht ausgebildete Doktorin. Psychologin, das ist ein Unterschied. Ach, alles derselbe. Alles dieselbe. Ach, ist doch alles Ärzte. Die tragen doch alle einen Kittel. Ich glaube, alle Ärzte können höchstens nur. Was war's? Erste Hilfe, oder? War's nicht so? Scheiße, sie haben mich entdeckt! Nein. Naja, und sie haben noch einen Jammer dabei, mit dem sie meine die Tiefsicht blocken können. Das heißt, wir müssen uns mehr auf unsere Augen verlassen. Ach, kommt schon, Leute. Ich bin Batman. Und zack. Moment, du solltest ihn eigentlich K.O. schlagen. Zack. Ihr kriegt mich nicht so schnell knallen. Ich bin Batman. Zack. Obwohl, es wäre mal interessant, wenn man wie wirklich wie in den Filmen gegen 600 Leute gleichzeitig kämpfen könnte.
technisch gesehen spielst du nur Batman. Ja, ich weiß, es ist ein Spiel. What? Sure, it came from over there. It came from over here, I'm sure of it. Wie fühlst du dich als Batman? Als Batman kommt man sich eigentlich ganz cool vor. Wie fühlt es sich an? Was macht den Spaß aus, Batman zu sein? Der Spaß, Batman zu sein, eignet sich am besten deswegen. Kommt am besten dadurch zustande. Zack, dadurch, dass man so viele Typen zusammenballen kann, ohne dass man selbst. Oh shit! Is that supposed to scare me? Dass man sogar Leute zusammenhauen kann, obwohl man ein Cape trägt. Denn wir haben ja dank der. Wie hießen sie nochmal? Die in Quellwills gelernt, dass ja, Capes ja nicht gerade gut geeignet sind. Für einen Kampf als Superheld. Vor allem nicht, wenn man ja neben Flugzeugen fliegt. Das war ganz schön brutal eigentlich, ne? One of Joker's men is using that doctor as a hostage. I need to save her without her captor seeing me. You see him? Naja. Wenn ich die hätte, würde ich die nacheinander Reihe und Glied in den Vulkan laufen lassen, die kleinen Mistviecher. Ach was. Ich hasse die Minions. Ach, die Minions sind doch eigentlich nur die Raving Rabbits, nur in Gelb. Das hab ich dir, aber darauf auf den Gedanken hab ich dich aber gebracht. Mal sehen, wen können wir hier noch sehen? Okay, dort unten, ja gut, wir haben den Typ mit den Gemma gekillt. Jetzt können wir zumindest jetzt wieder auf die Detective-Sicht schalten. Detective-Sicht? Ach, das ist wie der Typ, der in Warframe immer unsere Warframe-Kräfte deaktiviert. Mhm. Der Bubble-Spasti. So, heißt der? Nein, zack. Der heißt und ausgeschaltet, sehr schön. Leute, Dejan schaltet Leute aus. Was, ich schalte Leute aus? Ach, du meinst jetzt im Spiel. Okay. If I do that, the hostage taker will kill the hostage. Okay, den Kerl da unten kann man ihn jetzt... Wonder City? Moment, was ist Wonder City? Wonder City? Kennst du Wonder City nicht? Nein, nein, das finden wir, glaube ich, später noch raus. Aber erstmal muss ich... Sei still! Ich muss mich konzentrieren, da ist noch ein Typ übrig. Das ist die Vergangenheitssprache der Zukunft. Ja. Da wird der Joker das erste Mal getötet. Vom Tod geholt persönlich. Nein, ich sollte ihn nicht K.O. schlagen. Mist. Ach, egal. Ach Mist, den Kerl wollte ich eigentlich nicht K.O. machen. Das hast du selber gemacht. Und auf. Und bam! Ein schöner Schlag aufs Ohr. Kennst du eigentlich San Pellegrino? San Pellegrino? San Pellegrino. Och Mann, Ike, jetzt hast du mich abgelenkt. Ich hätte jetzt ein, ja. Jetzt hätten wir ein 3D-Paddy-Shot haben können. Eventuell. Oh. Oh. Aber erstmal retten wir hier Fiona Wilson. Oh Mann! Hold tight. Das ist ein 3D-Shot. Naja, sie ist eine 3D-Figur. Okay, aber erstmal schauen wir an, was sie zu uns erzählen hat. Thank you. What are you doing in Arkham City? I'm in Arkham City? What the hell am I doing here? I was grabbed outside the hospital I intern at. They drugged me, and I woke up in a building up there. The person in charge here has been rounding up doctors to try to fix Joker. Looks like you were unlucky. He's dying, right? It seems that way. Hmm. Is it wrong not to feel bad about that? What now? You need to stay here. Keep out of sight, and you'll be fine. I'll be back. Oh yeah, man merkt schon einen deutlichen Unterschied. It's me. Joker's not stealing the weapons from Strange. Strange is giving Joker the weapons. Are you sure? Oh. Of course you're sure. Why would he do that? Ja, warum will er das? Maybe he's trying to control who runs the streets. I'm going to look into it. Okay, but shouldn't you find Ra's first? I'm doing that now. Don't worry, Barbara. Aha. Hugo Strange versucht also quasi das Machtvakuum in Arkham City so dadurch zu füllen, indem er Joker und den anderen Leuten Waffen zuschanzt. Interessant. Oh, was hast du noch zu erzählen, unsere Krankenschwester? Just before my shift ended back at GC,
We had a patient arrive with the same symptoms as Joker. Come to think of it, you don't look too great yourself. Oh ja, ja, stimmt. Batman sieht selbst nicht besonders gut aus, aber tja, das ist halt das Gift von was uns Joker eingeflößt hat. Ja, ich glaube, man sogar, wenn man genau hinschaut, kann man sogar erkennen, dass er sogar leicht blutunterlaufte Augen hat. Hm. Aber erstmal holen wir jetzt nochmal schnell eine. Was ist das denn? No object detected? Was steht dort? Wonder City Exposition. Ausstellung. Wonder City. Ah, ach, ja, stimmt. Jetzt kann ich euch mal eigentlich mal dieses Wonder City zeigen. Zeigen. Das ist so komisch. Hm. Okay, die beiden sind, ja, etwas unglücklich gelandet. Ja. Wieder aufeinander? Mhm, ja. Physik Engine. Crime is just a global issue. Never stop it, Batman. Wonder City, 2 von 3. Hm, schade. Das kann ich leider nicht vorlesen. Besser wäre 1 von 2. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Moment mal, warum sitzt da ein Skelett im Schaufenster? Ach, natürlich, weil es ein Okkult-Store ist. Natürlich, ja. Jeder gute Okkultladen, Gothic-Laden braucht ein echtes Skelett im Schaufenster. So muss das. Hast du gewusst, dass alle Schaufenster-Skelette und Forschungsskelette aus Deutschland kommen? Das wusste ich nicht, nö. Warum eigentlich nur Deutschland? Weil Deutschland der Einzige ist, der diese Skelette herstellt. Die sind verflucht teuer. Ach, du meinst diese Anschauungsskelette? Ja. Wine and Spirit. Ah, holen wir uns mal ein gepflegtes Glas Absinth. Mhm. Wie schmeckt eigentlich Absinth? Eike, du weißt doch mal Bescheid. Lakritze. Lakritze? Gute Lakritze oder schlechte Lakritze? Das Zeug enthält. Wie hieß es nochmal? Irgendwas mit Tee, glaube ich. Macht. Ja, aber das hat man. Das ist ja heutzutage, wird das jetzt rausgefiltert, denke ich mal. Wonder City cancelled. Oh nein! Dann gehen wir halt zur What 4. Wer jetzt die Anspielung erkannt hat, der gewinnt einen Keks. Gib ihn mir. Ach, da hast du sie erkannt? Ja, natürlich, gib ihn mir. Oh, ich finde ja diesen Steampunk-Stil, heißt das Steampunk-Stil oder wie nennt man das? Gothic? Ach, du weißt schon, diesen Alice im Wunderland, England 18. ausgehendes 19. Jahrhundert-Stil. Wie heißt der denn? Ah, okay. Wasserspeier. Steampunk sind hochtechnologische Geräte mit einfachsten Mitteln. Zum Beispiel ein Computer mit einem Fernseher. Ein Pip-Boy zum Beispiel. Mhm. Oder eine Brille mit ganz viel, ein Fernglasbrille mit ganz vielen Zahnrädern. Ich dachte, Zahnräder und Steampunk ist ein Unterschied. Nein. Steampunk, dachte ich immer, läuft mit Dampf, vom Namen her, und Zahnräder und all sowas anderen, mit Aufziehen und so weiter, ist schon wieder ein anderes, was ganz anderes. Naja, und Steampunk an sich ist auch eine schöne. Oh, ein Titanbehälter, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, Steampunk ist eigentlich auch schon eine schöne und interessante, kann man sagen, Kultur. Und zack! Zwei sind noch übrig. Sehr schick. Und das hier können wir nicht öffnen, denn dafür brauchen wir die Tiger Codes. Okay. Sonst noch irgendetwas? Was man hier benutzen könnte oder öffnen? Ach, den... Oder, ja. Den Generator hätte ich ja benutzen können, um den Leuten ihre Knarren abzuziehen, aber naja, es ist jetzt auch egal. Ach, naja, beim nächsten Mal nutze ich das, weil ich habe so das Gefühl, dass wenn wir hier wiederkommen, dass dann wieder neue Gegner sind. Okay, aber betreten wir jetzt endlich mal Wonder City. Die Stelle, wo der Joker gestanden hat. Wonder City. Cautician, don't enter. Polizeiabschwerband. Böse, böse. This world is doomed. Oh, das sieht schon mal gut an. Oh Mann, mir wird so komisch. Blot out the sun, and the
people who live in them will be judged by the pollution they create. Eventually, when no space remains, Zähne zusammenbeißen. This world will die, struggling for breath as man's mistakes nail the coffin shut. Okay. But this doesn't have to be your future, Gotham. Okay, warum? Jetzt ist das Blut, das er ausgespuckt hat, wieder weg. Klingt ein bisschen wie so ein Gothic, Emo-Fan. Gedicht, was er erzählt. Pass mal auf hier. What the? Er hat so ein Stechen im Rücken, verdammtisch. Ja. Okay. Sind wir hier jetzt im, im Refugium von Predator gelandet, oder wie? Ein bisschen übertrieben. Ja, ich weiß, Leute verschüchtern, damit sie... Damit, dass man hier ein paar Leichen aufhängt, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Moment, jetzt konnte ich gar nicht lesen, was da dran stand. Gucken, sind noch irgendwelche Säcke versteckt an den Türen oder so? Ah, Moment, noch ein Wasserspeier. Zack. 3 Demon Seals. 8 so Dämonensegel. Siegel. Segel. Oh, hallo, meine Damen. Zack. Ja, ja, eigentlich soll man ja nicht gegen Frauen kämpfen, aber in dem Fall... Machen wir mal eine Ausnahme. Und... Uha! Das zwiebelt in der Gebärmutter! Naja, ein paar weibliche Ninjas, die alle gleich ausschauen. Ja, genau die. Die Mortal Kombat DLC-Charaktere, wie ich sie genannt habe. Ach, wirst du? Naja, durch die Tür. Aber erstmal, ach, wir müssen das erstmal kaputt machen. Ups, falsch gesetzt. Eigentlich sollte es auf dem Boden. Moment. Und zack. Clean, safe energy? Und welche Mechanical... Mechanical Guardians, also mechanische Wachen? Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen Science Fiction. So ein kleines bisschen. Vor allem, wenn die hier... Ja, schon klar. Aber wenn die hier eine saubere, angeblich eine saubere Energiequelle haben, die aus der Erde stammt und wahrscheinlich von Ra's al Ghuls, mit Ra's al Ghuls Lazarusgruben was zu tun hat. Spoiler. Thermalenergie, das ist wirklich okay. Das hat man nur bis jetzt nicht gefunden, weil das bis heute nicht gut möglich ist. Ja. Oh. Ist das die Mutter? Okay, das Baby ist nicht mehr dabei. Okay, gruselig. Gruselig, naja. Ja, aber da könnte man ja dann die Frage stellen, warum haben sie es dann einfach wieder zugeschüttet? Ja. Und noch ein Skelett im Schaufenster, natürlich. Was steht da? Gotham City Times, Wonder City Shutdown. Moment mal, warum haben sie die Extras hier aufgestellt? Haben sie noch mal schnell die Nachrichten noch mal geschrieben, bevor sie hier alles abgesperrt haben? Read all about this. It's a sign of the times. Wonder City, 3 von 3. Vielleicht findest du ja die Wursthackefrau, die Joker eine Wurst geschnitten hat. In der Cartoon-Serie. Eine Wursthackerfrau, die Joker eine Wurst geschnitten hat? Ja, oder die Joker zu einer Wurst verschnitten hat? Nein, das ist eine Roboterfrau, die
eine Messer die ganze Zeit gemacht hat. Und da hat Joker so eine dicke Wurst runtergelegt. So eine Fleischwurst, du weißt schon. Ja, ich weiß, was eine Fleischwurst ist, ja. Okay, an die Szene kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber hey, ich sag mal so, wir können froh sein, dass wir Deutschen eine Synchronisation haben manchmal. Aber ich meine natürlich jetzt nicht unbedingt den Fall von den Joker aus TOS-Serie, wie wir Insider sagen, ne? Sondern halt, ja, weil im Sinne von, kennst du noch The Real Ghostbusters? Oh ja. Weißt du, welchen Sprecher sie in Original genommen haben ab der zweiten oder dritten Staffel? Na, erzähl. Den lustigen Onkel, in Anführungszeichen, aus Full House. Und man hört den Unterschied deutlichst, wenn man sich mal einen Vergleich dazu anschaut. In dem Fall können wir froh sein, dass wir Deutschen da halt immer noch denselben Sprecher gehabt haben von Anfang bis Ende. Ja, außer in dieser guten Serie, wo dann die neuen Ghostbusters aufgetaucht sind. Gute Serie? Die fandst du gut? Ich fand die eigentlich persönlich ziemlich hässlich. Halt ein anderer Stil, aber war doch in Ordnung. Anderer Zeichenstil, ja. Ja, aber die sahen alle irgendwie anorexisch aus, teilweise. Wenn du verstehst. Ein bisschen zu dünn? Ja, vor allem der Typ mit dem Kinnbart. Der Arrogante, der sah. Venkman 2.0. Der den Tod fürchtete. Mhm. Aber das Gothic-Mädchen war ganz nett. Okay, also wir sind schon ein bisschen drüber. Ja, okay, also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Arkham City, beziehungsweise Let's Play Wonder City und werden dann mal schauen, wo wir hier Ra's al Ghul finden. Ich habe das Gefühl... Wonder Tower. Nicht das direkt. Das ist einfach nur eine Annahme. Aber der Wonderpoil steht auf Wonder City. Spoiler. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.